Fragen. Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge unseres Single Let's Plays hier auf der schönen nordfriesischen Marsch. Der Schnee ist verschwunden. Die bösen Gedanken an Trolle haben wir verdrängt. Und erste Saatguttransport Richtung Hafen rollt. So, wir wollten was verkaufen und dabei vielleicht noch über andere Dinge. Wir haben Milch. Ich habe Milch. Ist das dein Hofsilo, was du selber gemacht hast? Du meinst das hier? Nein. Hier steht sogar drauf. Guck mal. Ein bisschen Werbung für den Bürgermeister. Das Silo ist von Fan Action. Ist in seinem Skript drin. Das, was hier steht, sind allerdings mehrere Teile. Das eine hier ist das 1,8 Millionen Liter Silo. Daneben stehen zwei Silo-Erweiterungen. Ne, das hat er noch vor der Map gemacht, dieses Silo. Ja? Und das hier ist aus dem Mod-Hub. Die Einkaufsstation, die ich dann einfach mal hier hingepackt habe, weil dann habe ich nur eine Stelle, wo Ware geholt wird. Egal, ob ich sie kaufen muss oder... ne? Aber eigentlich war das so, ich hatte hier das Silo, das wurde immer voller und ich brauchte eine Erweiterung und das Ding stand schon da und deswegen habe ich es einfach stehen lassen. Ne? Sieht auch ein bisschen komisch aus, weil hier die Leiter jetzt da durchgeht. Also irgendwann kommt das Ding sowieso, entweder kommt es weg oder woanders hin. Ne? Ist halt alles, was ich für Produktionen brauche, kann ich da eben einkaufen. Da kommt der Hoshi mit einem Raid. Dabei haben wir die interessanten Themen gerade weggetan. Ja. So, Hoshi, ich hoffe, ihr hattet Spaß. So, ich habe noch ein bisschen Gras, noch ein bisschen Stroh. Der Diesel, das ist das, was hier in meiner Hoftanke drin ist. Das zählt nicht. Honig, mittlerweile 27.000. Im Februar mal dran denken. Preis schön hoch ist. So, Salat. Januar. Gut aus. Na, angeblich bis 1944. Wir gehen Salat verkaufen. Wir gehen Salat verkaufen. So, und dann haben wir hier Tomaten. Wir gehen Tomaten verkaufen. Tomaten am besten beim Aldi. Salat. Stadion. Nee, am Edeka. Und Erdbeeren, das können wir jetzt alles verkaufen. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem Salat an. Zum Edeka. So, und hier, Edeka, Markierung setzen. So. Dafür nehmen wir aber dann nicht ihn hier, weil wir wollen ja viel. So, bezüglich eines guten Autoloders hat sich auch noch was ergeben. Davon werde ich vielleicht auch noch erstmal Bilder. So, Salat zum Edeka. Rundball. Nein. Aber ein Europalett. Weil hier kriege ich ja viel mehr drauf, auch wenn ich dann langsam fahre. Paletten Salat kriege ich hier drauf. Hala. 150. Ach, und wäre das schön, wenn der jetzt auslesen könnte aus dem Autoloader, wie viele Paletten passen da noch drauf und die Menge automatisch vorschlagen würde, ne? So, 78 Paletten Salat. Entschalten. Gut, während der lädt. Was haben wir denn im Chat? Hallo Tamara und gute Nacht. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Aber dich hat wahrscheinlich der Hoshi mitgezogen, ne? Maxim, auch dir eine gute Nacht. Alex, moin moin.
Ja, eine Nummerneingabe wäre schön, Mumfti. Allerdings habe ich da keine Möglichkeit bisher zu gefunden. Ja? So, zwei Lagen. Daraufhin habe ich die nächste Version des Gögels ja begrenzt. Mehr als zwei Lagen passen nicht. Fahren wir mal Richtung Edeka. Mal gucken, ob ich den auf Anhieb finde. So, kleiner Tipp. Wenn ihr einen guten Preis zum Verkaufen habt, ne, dann stellt die Geschwindigkeit, bis ihr fertig seid mit dem Verkaufen, auf ganz, ganz langsam. Warum? Es gibt zum einen ja natürlich die Preisschwankungen. Das heißt, der Preis könnte fallen. Er kann von jetzt auf gleich direkt fallen. Das viel Wichtigere ist aber an der Stelle, es gibt auch noch sowas wie einen Price Drop, den Giants implementiert hat. Und je nachdem, wie die Verkaufsstationen eingestellt sind, heißt das, wenn so ein Price Drop stattfindet, dass der Preis von jetzt auf gleich bis zu 40% in den Keller fällt. Und das ist nicht gut. Das verkauft. So. Aber das Ding hier ist ja eigentlich viel zu groß. Viel zu groß. Ja, also passt schon in den Größenverhältnissen. Ne? Wenn ich mir den LKW angucke und gucke mir den Vögel an, dann ja, passt eigentlich ganz gut. Ach, guck mal. Andere. Ja. Mal kurz aussteigen. Ei. Fehler auf der Marsch! Seht ihr das hier? Warum jetzt? Muss ich noch melden? Habe ich noch nicht gemacht. Hier das Feld 9. Hat eine falsche Felddeklaration. Ich hier natürlich im Weg. Seht ihr diese Ecke hier? Das ursprüngliche viereckige Feld. Da ist zwar eine Grenze dazwischen, aber hier oben ist noch so ein Zipfel. Das ist schön, Schnellbauer. Schallrich, dir fehlen Farben, die nicht so glänzen. Ja, mal gucken. Ja. Also auf jeden Fall, da stimmt die Felddeklaration nicht. Man sollte übrigens bei der Beladung nicht einfach aussteigen. Man sieht, dass das Ding einfach weiterfährt. Gut. Thema war aber... jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Naja. Thema war aber... das Prinzip, dass eigentlich der Kögel für viele Sachen eigentlich zu. Klar, so zum, ne, zum Ballen sammeln auf dem Feld. Spitze, ne? Aber hier zum Beispiel, ich würde mir was wünschen, was nur halb so groß ist. Könnte man sagen, ja, nimmst du den Kögel. Nimmst du den SEK? Der ist ja viel zu klein. Für die meisten Sachen, die man. Den da vorne wie hinten erwischt zu verkaufen. Ganze äußere Reihe. So, jetzt haben wir es aber. Also beim nächsten Mal ein bisschen näher ranfahren.
Ja, Schnellbauer, es gibt kleine Anhänger, ne? Also es gibt ja diese Vanilla-Dinger aus dem Spiel, ne? Wie ich jetzt. In welche Richtung gehen hier eigentlich die Pfeile? Fahr du mal. Aga. Es gibt, ne? Ich habe jetzt zum Beispiel den hier mir geholt. Na, den hier habe ich mir geholt. Das ist ja ein Vanilla-Anhänger aus dem Spiel. Ne? Ja, ne, da passt was drauf, man kann ihn bewegen, aber er hat einen Drehschemel. Was ich gerne hätte, wäre ein etwas kleinerer Anhänger für den LKW, ne? Also vielleicht nicht ganz so lang, so halb so lang wie der Kögel oder drei Drittel, zwei Drittel, drei Viertel so in den Dreh rum. Also mehr als die Hälfte, aber weniger als so lang, ne? Das wäre das, was ich mir vorstellen würde, was ich da gerne hätte. Aber hab ich nicht. Ne? Und dann ne? Eben ohne Drehschemel. Ja, jetzt habe ich mir hier den Mod installiert, dass ich den Drehschemel, wenn ich denn mal rückwärts fahren muss, quasi sperren kann. Und schon ist das gut. Aber ich habe letztes Wochenende zufällig mitbekommen, dass der Friesenjung, und das ist bestimmt ein Name, der bekannt ist. Ja, Elenium, die Wechselbrücke ist nicht, war nicht verkehrt, aber da passt nur eine Reihe Marschpaletten drauf. Wegen der Höhe. Na, deswegen wollte ich schon was Offenes haben. Thema. Marschpaletten. Sind ja relativ hoch. Und der Friesenjung hatte neues Pack released für den 19er. Daraufhin wurde er gefragt, ist das für den 22er? Dann, nein, er musste nur für den 19er einen neuen Download-Link machen, weil der alte Download-Link abgelaufen war oder so. Ne? Und er hatte darauf geantwortet, dass er dazu keine Zeit hat und er nicht weiß, ob das noch kommt. Daraufhin, weil ich das Friesenjung-Pack auf dem 19er schon immer benutzt habe, weil einfach für jeden ist die richtige Größe dabei. Ob man es als Zugmaschine benutzen will, ob man es als Anhänger, als Auflieger benutzen will oder einfach als Doppelanhänger. Für jeden war was dabei. Ne? Und ich habe ihn einfach dreist, wie ich bin, auf Discord angeschrieben und gefragt, wenn er es nicht macht, ob ich es machen dürfte. Und er hat sich zurückgemeldet unter ein paar Bedingungen. Die üblichen, ne? Namensnennung, dass das ursprüngliche Pack eben von ihm ist und dass ich aber verantwortlich bin für das 22er Pack für den Umbau, ne? Und dass er mit dem Umbau nichts zu tun hat und ne? Und so weiter. Dürfte ich es umbauen und veröffentlichen? Und genau das werde ich tun. Welches Pack? Das Friesenjung Transportpack. Ziemlich bekannt. Kann mal kurz gucken. Ob ich hier mal. Hier auch. So, mal gucken, ob ich das hier hinkriege. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen. Das waren die Sachen aus dem Friesenjung Transportpack. Na, wie man hier sehr schön sehen kann, ne? LKWs in verschiedenen Größen, Anhänger in verschiedenen Größen. Na, wenn man dann so ein, ne? Also ich glaube, der LKW war nicht dabei, ne? Aber hier so auch
Auflieger waren dabei. Und ja. Also das ist schon Auswahl. Und da ist eben für jeden was dabei. Ob man klein will mit integriertem LKW, ob man es hinten an einen Traktor anhängen will, ob man die Dinger hier noch mit dranhängen will oder ob man einen Auflieger haben will in verschiedenen Größen. Ne, wobei die Auflieger hier sind, diese Auflieger sind beide kleiner als der Kögel. Das andere mit den normalen Hängern, was sind denn bei dir normale Hänger? Vom Friesenjungen oder was? Ne, also ich habe gefragt für dieses Friesenjung-Paket. Ne, Friesenjung-Transport-Pack. Das ist also dieses hier. Da sind diese Dinger hier alle drin. Nein, also nach Schüttgut habe ich ihn nicht gefragt. Das ist ein 17er. Ne, das ist nur speziell für die Hauptfach angepasst, damit da alles von der Hauptfach drauf geht. Ne? Insofern, ja. So, kommen wir wieder zurück. Ne, also das habe ich ja, wie gesagt, ne, wie du gerade gesehen hast, habe ich da jetzt kein anderes vom Friesenjungen gesehen. Salat waren wir. 72. So. Das heißt, ich werde mich jetzt wenn ich jetzt die aktuellen Projekte soweit durch habe, werde ich mich genau damit beschäftigen und werde das konvertieren. Man muss sich das ungefähr vorstellen, der Auflieger, der geht dann ungefähr nur bis hier. Das reicht auch. Ja, für die meisten Belange reicht das auch. Wir fahren ja jetzt zum Edeka. Da könnten wir ja noch ein paar, ne, bei dem Preisunterschied, da könnten wir auch die Erdbeeren hinbringen, weil ne, der Edeka, ne, bei dem Preisunterschied, ne, macht das ja eigentlich keinen Sinn. Und hier muss man auch überlegen. Aber nehmen wir erstmal noch ein paar Erdbeeren mit. Wir sehen jetzt, wir haben 72 von 78. Das heißt, wir können noch 6 Paletten Erdbeeren laden. Erdbeeren. Wir haben 6 Paletten. Da Sachse, danke für deinen Sub. Dass du dein Geschenk-Abo verlängerst. So. Ja, ich sagte ja, ne? Es ist Winter, es ist langweilig, ne? Ja, gute Nacht. Und, ne? Einfach mal vorbeischauen. Abends Discord. Oder hier im Livestream wieder. Ansonsten YouTube. Kommentare bei Fragen. Aber das wisst ihr ja schon. So. Ansonsten, was gibt's noch Neues? Aha, da fällt mir wieder was ein. Der Teddy hat sein Ballenlager endlich im Mod-Hub durch. Das wurde heute veröffentlicht. An dieser Stelle Glückwunsch, Teddy. Weil dann denn noch da ist. Ihn kenne. Ja, wir sind stolz auf dich. Weil soweit ich weiß, ist das deine erste. Geh weg. Geh weg. Ich zuerst. Unverschämt. Ah.
Richtig Elendium. Das Ballenlager für Heu und Stroh mit dem Skript, wo man die Ballen also auch wieder als Ballen auslagern kann. Somit ist das erste richtige Ballenlager im Mod-Hub. Leider habe ich heute auch gehört, dass Mod von unserem PBS-Mods abgelehnt worden ist. Warum so wirklich, habe ich, da hat man zwar geschrieben, was die geschrieben haben, warum. Verstanden habe ich das aber nicht. Na gut, ich bin ja noch klein, dumm und muss nicht alles verstehen. Was ich jetzt allerdings hier mache, ist, lade das Zeug hier ab, fahre zurück zum Lager und gehe mal schnell an die Tür, da hat nämlich die Klingel. So, das war eine Kleinigkeit. Von Nachbarin hat den Schlüssel vorbeigebracht. Morgen kommt der Schornsteinfeger. Und da ich im Homeoffice sitze, morgen braucht sie sich nicht extra frei nehmen dafür. Ja, gute Nachbarschaft nennt man das dann, ne? Oh, wir haben aber auch noch Bretter hier. Oh. Bretter. Na, aber erstmal Tomaten. So. Der Weg zum Aldi ist weit. Und bei 200.000 Litern pro 1.000 Liter im Verhältnis zum Edeka oder zum Lidl, das sind 30 Euro pro 1.000 Liter. Das sind dann bei 100.000 Liter 30 Euro, 300 Euro, 3.000 Euro. Das heißt, wir reden hier über 12.000 Euro. Ja, ich würde auch sagen, dass sich das wie ein AD-Job anhört. So, heißt... Oh ja. Jetzt habe ich gespoilert. Ups. Tut mir leid. Warum muss diese Dinger immer dann speichern, wenn man es nicht... Ja. Ich vergesse nämlich immer wieder, es sind 78. Headhunter, willkommen und danke für dein Follow. Wieder vergessen. Ich und mein Gedächtnis, ne? Ja, Alzheimer hat auch einen Sinn. Guck mal. Tomaten. 400. Ich würde sagen, das ist nicht nur eine Sache für Autodrive, sondern... fahren direkt mit zwei Fahrzeugen. Wir fahren direkt mit. Ja. Das ist gut, Aldi. Und tschüss.
Fährst du auch, Audi? Sind wir mal gespannt, ob die den Weg zum Audi auch schaffen. So, und während die beiden jetzt zum Audi fahren, wollen wir mal, wie Paletten hier hinpassen, ne? Gut. Wie lange brauchten wir zum Audi? 3 Minuten. Ja, dann können wir den ersten Verkauf jetzt gleich ja noch durch. Aber was haben wir denn noch zum Verkaufen? Haben wir noch andere Möglichkeiten? Diesel gerade nicht. Gut. Tomaten, dann gleich noch Erdbeeren. Bretterpaletten sind nicht so ganz gut. Mineralöldünger ist im Januar auch nicht so gut. Mist verkaufen wir nicht, der kommt in die BGA. Na, Gülle und Gärreste. Also Gülle kommt ja prinzipiell auch in die Düngerherstellung. Kann man Gülle nicht auch in die BGA schmeißen? Ja, ne? Also wenn wir zu viel haben, schmeißen wir es in die BGA. Schweinefutter habe ich. Das ist der Grund, warum der Kontostand so hoch ist. Ich habe gerade Schweinefutter Mischfutter, ne? Jeweils über 700.000 Liter verkauft zu einem guten Preis. Mag man gar nicht glauben. Guter Preis, aber die Preisschwankung ist auch sehr gering, die hier angezeigt wird, ne? Die geht von 2,1 bis 2,1. Ne? Klingt also so ein bisschen, als würde, ne, schwankt das nicht gerade sehr viel. So, Kalk hingegen schwankt zwischen, ne, schwankt hier, wie man sieht, sehr extrem. Warum die Preise hier so unterschiedlich sind, glaube ich, hatte ich schon erklärt. Oder soll ich das nochmal erklären? Okay. Elendium, der PWS-Mods hatte den Kögel eingereicht, weiß ich, mit einer Rammstein-Plane drauf. Schade, ich habe einen Fan 1050 gemoddet und da ein Chip-Tuning drauf getan von einer realen Firma. Hab da aber vorher bei der Firma gefragt, ob ich deren Logo nutzen darf. Cool. Na, also mal Chip-Tuning nicht einfach nur, weil der Modder quasi da was reinpacken will, sondern weil es auch das in Realität gibt. Realität finde ich gut. Ja, Rammstein ist nicht jedermanns Sache, aber mag ja auch nicht jeder mit einem BVB oder einem Bayern-Plane rumfahren. Ne? Gut, da aber keiner was geschrieben hat zu den An- und Verkaufspreisen, lassen wir das jetzt mal so stehen. Kalk haben wir jede Menge. Schwankt zwischen 300 und 600. Aktuell liegen wir aber eher so um die 400. Das lohnt sich also noch nicht. Das, ne, so viel Kalk bekommt man zusammen, wenn man jede Menge Steine sammelt. So, dann haben wir hier noch Dinkel, Hirse. So, hier leer. Der Rest hier ist auch nicht so gut. Aber Hirse. Hirse können wir gleich verkaufen. Ah, er ist angekommen. Zurück. Schön, dass er die Trigger hier so groß gemacht hat, ne? Ah, oh. So, Lager, Abholung, go. Mal gleich hier vorne warten auf den nächsten. Und da läuft die Gelduhr schon wieder. Ich bekomme das Honiglager nicht in dein Palettenlager eingebaut. Was mache ich falsch? Ich habe den überall platzieren Mod drauf. Ne? Also ich benutze dieses V nicht. Genau, Schalrich. Ne? Überall bauen Mod. Zwei dumme, ein Gedanke. Ne? Nicht, dass du jetzt nachher denkst, ich habe dumm gemacht. Ne? So, aber wir haben gerade wieder die ersten
schon die ersten Paletten verkauft. Da kommt die nächste Lieferung und das nutze ich dann jetzt mal, um die Konsole zu machen. Und hiervon mal. Jetzt noch schön, wenn da oben diese komische Schrift wegging, ne? Aha. Hiervon mal ein Bild zu machen, damit ich mal ein schönes Bild fürs Video habe. So, wieder runter. So. Dann muss ich mir mal Light Mode aus. Hat wieder an. So. Das sollte doch direkt passen, oder? Zack. Wunderbar. Lager Apollo. Und go. Ja, der Kleine braucht ja was länger, hat nicht so eine hohe Höchstgeschwindigkeit. Ja, ich meine, der wäre im Mod-Hub. Das meine ich wohl. Oh, hat er die Alerts kaputt gemacht? Mir fällt gerade auf. So. Dass im Chat gar nicht die Uhrzeit steht. Weiß ich gar nicht, wann jemand was geschrieben hat. Ich sehe hier auf der einen Seite, dass Tommy einen Follow dagelassen hat. Aber ich sehe es nicht im Chat. Na gut. Gab auch keinen Alert. Mal wieder kaputt. Ne? Wieso nimmst du für dein Gemüse nicht Laden und liefern von Autodrive? Weil Autodrive nicht in der Lage ist, zu erkennen, wann denn voll ist. Und zum anderen dann direkt am Endladepunkt denkt, er wäre leer. Weil er nicht weiß, dass was geladen ist. Also Autodrive und der Autoloader sind noch keine Freunde. Heißt nicht, dass die nicht irgendwann Freunde werden. Ne, das ist eine andere. So, Hirse hätte theoretisch jetzt einen guten Preis. Und zwar würde ich sagen am Bahnhof. Am Bahnhof. Kaufen wir die Hirse doch mal schnell. Das weiß ich nicht, Momfti, ob das mal was wird. Also ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn ich doch zumindest habe ich beim Autodrive-Team mein Interesse daran bekundet. Und sie haben es nicht abgelehnt, sondern wir wollen da in Zukunft mal drüber sprechen. So, das heißt nicht nein, das heißt nicht ja, das heißt nur vielleicht. Ist wahrscheinlich von vielen Faktoren abhängig. Wir dürfen nicht vergessen, der Autoloader an sich ist ja nur ein kleines Skript. Ja, also es steckt fast alles noch in einer Datei, abgesehen von den Events, und die sind... Ja, da ist auch nicht viel zu testen und, ne, also klar, ne, Server-Test und so weiter ist schon etwas umfangreich, aber Autodrive ist riesig. Ne, wenn man sich die Quellen anguckt, man kann den Mod ja einfach entpacken und sich das einfach mal angucken. Autodrive ist riesig. Und ja, so viele Entwickler sind das da auch nicht. Das ist jetzt nicht, dass da ein Team hintersteckt, ne, und ich meine, wir sehen ja am Landwirtschaftssimulator, dass ein großes Team nicht unbedingt nicht unbedingt bedeutet fehlerfreie Software. Ne? Oh, wir haben schon wieder über 30 Minuten. Ah. Nun gut, dann würde ich sagen, ne, mit dem Verkauf hier beenden wir dann jetzt
die Folge, weil im Endeffekt ist es so, damit verbringt man halt den Winter. Ne? Deswegen, ich danke auf YouTube fürs Reinschalten. Wenn es euch Spaß gemacht hat, schaut gerne wieder rein. Ne? Ansonsten und tschüss.